Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Ja, bin noch in der Aufnahme. Oder eher gesagt, wieder. So, dieser Ladebildschirm ist jetzt schlecht. Ja, hier, damit ihr auch mal Moment seht, was ich schreibe. Ich weiß, bei einem Ladebildschirm kann ich halt nicht viel ausrichten. Ich bin halt schlecht bei einem Ladebildschirm. Dann nützt nix. Jürgen. Ja, ich sollte vielleicht nicht so viel schreiben und mehr spielen. Aua. Fuck. Ich bin kein Hurensohn. Na, ich will nicht Hurensohn genannt werden. Das ist eine Lüge, behaupte ich. RPG. Und passt das? Jawohl! Die Waffe ist ja richtig epic. Also, wenn sogar eine Claw hier gegen abstinkt. Na komm! Du und du und du und du. Hey, hör auf, dich zu verstecken. So. Wollen wir noch jemanden da? Verdammt! Oh, den da hinten. Aua. Und das war's auch mit der Claw wieder. Den habe ich erwischt. Gott, wenn man gar nichts trifft hier so. Da ist was zur Interaktion. Da haben wir ja was Schönes gefunden. Ach so. Ach, schade. Das denkt der Nico also von mir? Okay. Da hinten kannst du mal was ausrichten. Das meine So. Hallo, du weg. Oh. Wer noch? Jawohl. Getroffen. Da ist auch noch einer. Ach, da oben ist einer noch. Auf dem Balkon. Jetzt war da mal einer. Nennt er mich einfach fauler Sack. Ich weiß, ich bin faul, aber trotzdem. Das also noch nicht Sack nennen. Faul hätte auch ausgereicht. Bauen wir hier noch ein? Ich habe hier doch gerade irgendwo noch einen gesehen. Ich muss sagen, das Ding ist besser als jedes Sniper. Ich will die nicht im Multiplayer haben. Das wäre die OP-ste Waffe von allen. So. Aus dem Ausland verlieren, könnten die Nachwirkungen katastrophal sein. Verstanden. Section Ende.
Er sagte einfach, ich soll die Hand aus der Hose nehmen. Der kann mich mal. Als ob ich meine Hand aus der Hose nehmen würde. Na? Die Klau will noch nicht sterben, so wirklich. Na komm, einen noch. So. Das war's dann. Ey, hier so dieses Restaurant und diese Straße mit dem Zug, das wird mir viel besser gefallen als Aftermath. Das hier könnte man richtig geil als eine Map umsetzen, finde ich. Vielleicht, weil sie so groß ist für Battlefield, aber ich finde das trotzdem geil. So, da haben wir jemanden noch. Dann müssen wir jetzt da hinten zum Platz sein. Und ich glaube, dieser Part wird hier um einiges länger als der letzte. Habe mich wohl ein klein wenig vertan. Okay. Ah, ich habe meine Dragonfires, habe ich ja immer noch, ne? Dann geht mal da hinten hin. Keine Verwendung mehr für euch. Ups. Da hat sie sich aufgehangen. Jetzt hat. So. Da haben wir noch einen Feind. Da haben wir einen Feind. Ich brauche ja, ich muss auch mal mein LMG benutzen, ne? Da ein, da ein, da ein. So. Dann hätten wir die auch. Auf was für Ideen der Nico kommt, ne? Schrecklich. Ups. Stellt ihr alle mal weg, bitte? Bitte? Ich glaube, das sollte ja jetzt auch gewesen sein hier. Da steht das zur Interaktion. Bereit? Ja, was haben wir hier? Komm, komm, was haben wir hier? Was haben wir? Schöne Position oder gibt es hier noch was? Schöne Position, da. Jawoll! Anderson, das Fahrzeug des französischen Präsidenten steckt in der Nähe fest. Haben Sie Sichtkontakt? Feindliche Streitkräfte beschießen ein Panzerfahrzeug direkt vor der Arena. Wo muss ich? Da sind Sie! Halten Sie sie auf! Ich bin unterwegs! Na, was muss ich hier machen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Lol, was zum... Was? Hä? Dann... Und... Aua. Hat nicht wirklich was gebracht hier, ne? Oh, kann ich hier runterschießen? Überlebe ich das? Ja. Da hätte ich die Frage erledigt. Ich überlebe das. Aber es gibt so ein paar unglückliche Menschen, die das weniger überleben. Na komm, wo haben wir noch welche? Da unten sehe ich noch einen. Da unten. Und was da noch? Und wie viele da noch sind? Ja, schönen guten Tag. Ich habe hier noch ein paar Dragonfires. Ihr könnt euch mal da vorne ein bisschen um die kümmern. Ja, ja, ich weiß. Wir müssen uns beeilen. So. Muss auf die andere Seite des Fahrzeugs? Ja, muss ich. Nein, muss nach vorne. Da oben, da, 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 da noch. Und da. Ich weiß, ich lade viel zu oft nach, obwohl es ein LMG ist, aber.
da ist jemand. Da. Oh, da. Ich habe meine Dragonfires nicht mehr. Scheiße. Was kommt jetzt auf uns zu, verdammt? Ah. Dann habe ich aufgenommen. Dann habe ich angefangen aufzunehmen. 21:04 Uhr. Boah, 10 Minuten bereit. Das wird wieder eine Überlänge-Party. Ihr dürft euch freuen. Zumindest wenn ich mich nicht irre. So. Schon wieder verstörende Anblicke, die weniger verstörend sind, sondern eher. Keine Ahnung, was. Ich habe keinen Plan, was er darstellen soll. Also sind sie nichtssagend, mysteriös, geheimnisvoll? Nennt mir mal irgendein Wort dafür. Irgendein Adjektiv dafür, ne? Nicht, dass er mir jetzt irgendwie sowas schreibt wie Penis. Das sollte er nicht schreiben. Wer da schreibt, wird gebannt. Sage ich nur so im Voraus, ne? Und ich mache keinen Scherz, ich schwinge den Bannhanger wie. Als wenn es. Als wenn es was wäre. Als. Ja. Die Bannhammer kann man schwingen als. Was macht man viel? Was schwingt man viel? Nein, das habt ihr jetzt nicht gehört, das klang viel zu zweideutig. Boah, ich weiß nicht. Moment, war das gerade die Mission oder ist das jetzt nur ein weiterer Abschnitt? Wird schon irgendwie scheiße, wenn die Mission jetzt schon vorbei wäre. So viele M und Ms. Ich schäme mich ja langsam dafür. Aber ich denke nach, also lass. Okay. Schon gut. Ich habe nichts gesagt. Okay, es geht noch weiter. Anderson, sie wurde getroffen. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Oh, fuck. Komm. Anderson! Bringen Sie sie in Sicherheit. Sie muss überleben. Was ist? Darf ich sie auch töten? Okay, ich kann auch so schießen. Jetzt müssen wir hier rein. Dann haben wir eine Sonnenbrille auf und diesen Helm. Identifizierung Mason David. Übernahmecode Alpha Delta Echo X-Ray. Autorisierung akzeptiert. Startsequenz initiiert. Steuerungs-, Navigations-, Kommunikations- und Telemetriesysteme sind jetzt online. Die Söldner sind auf jeder verdammten Kreuzung. Unsere Freunde vom LAPD sind komplett überfordert. Samuels, ich habe eine FA-38 für Luftunterstützung gesichert. Okay. Ich peile gerade Ihre Position an. Durchhalten. Na komm, da hinten. Der Angriff hat einen Großteil des Gebiets verwüstet. Verdammt. Okay, es gehört auch zu uns. Links. Oh, fuck. Ups. So, man muss aufpassen, dass ich hier irgendwo gegenfliege. Oh. Fuck. Hier lang? Ja. Da. Ja, und ich kann nicht fliegen. Zumindest nicht in diesem Spiel. Wo, Sattelzüge? Ich sehe nichts. Da. So, das sollte es gewesen sein, hoffe ich. War's das? So viele Feinde. Na, komm. Ich weiß, ich kann nicht hin und. Lol. Hat er sich einfach verpisst? Ohne dass ich es gemerkt habe. Feindliche Kampfhubschrauber!
Triebwerksreparatur abgeschlossen. Flug mit fixierten Tragflächen möglich. Fuck, was ist? Tempoausgleich der Zielerfassung gestartet. So. Halte aktuelle Geschwindigkeit offline. Viel zu viel Loadstars. Geschwindigkeit wird kalibriert. Ohne Nachbrenner. Einen davon, dann noch einen davon. Und noch einen davon. Und da fuck, ich kann einfach nicht fliegen. Ich krieg das nicht gebacken. Dann kommt auch noch welche an, oder? Da hinten. Ah, so viele Loadstars und... fuck! Da haben wir den und den... Dann haben wir noch den. Den haben wir auch. Na komm, hätten wir hier... Den nächsten Lock. Und das ist eine. Es ist wirklich eigentlich übel spaßig, wenn ich fliegen könnte. Achtung, strukturelle Integrität bei 15%. Hahaha. Sie zerbricht, ich verliere sie! Komm. Das war's doch jetzt, oder? Achtung, strukturelle Integrität gefährdet. Schadenswarnung. Ja, jetzt können wir hier raus. Huh! Geschafft. Fuck! Das muss scheiße schmerzhaft sein. Oder etwa nicht? Scheiße! Das war ganz schön mutig, Soldat. Nennt er mich Soldat? Ich bin sein Vorgesetzter, verdammt nochmal. Ach ja. Ach ja. Mit dem Nico zu schreiben ist schon lustig, besonders wenn dann so eine... Besonders wenn da so eine Missverständnisse sind und man einfach nur über Scheiße labert. Ich weiß, das Niveau ist übelst gesunken, aber... Kann schon mal passieren. Ja, jetzt können wir auch endlich... Nein, ich wollte gerade... Ich fühle mich jetzt voll verarscht vom Spiel irgendwie. Menno. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich wieder hier an mit dem Ausrüstung anpassen Ding ins Bildschirm. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Justin. Ciao.